willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich darf heute mal wieder etwas testen. Und zwar die brandneue Lifestyle Box. Die ist gerade erst ganz frisch auf den Markt gekommen. Ist auch wieder eine Art Überraschungsbox. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, welche Produkte sich da drin befinden. Es ist also mega spannend, das gleich wieder auspacken zu dürfen. Vor circa 3 Jahren hat der damals 13-jährige Moritz Lechner ja die Freebie Box auf den Markt gebracht. Auch eine Überraschungsbox mit vielen tollen Produkten. Dazu habe ich hier auf diesem Kanal auch bereits 2 Videos hochgeladen. Die verlinke ich euch nochmal in der Infobox und auch am Ende des Videos. Das heißt, da könnt ihr euch die gerne nochmal ansehen. Die neue Lifestyle-Box unterscheidet sich zur Freebie-Box vor allem an den Produkten. In dieser neuen Lifestyle-Box geht es hauptsächlich um hochwertige Premium-Naturkosmetik, Produkte aus dem Bereich Beauty, Fashion, Lifestyle, gesunde Ernährung, Fitness. Und ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern fangen direkt an auszupacken. Ich bin nämlich mega, mega gespannt und will jetzt unbedingt wissen, was da drin ist. Also als erstes sieht man hier schon mal ein Magazin und dann ist das hier richtig toll eingepackt. Richtig hübsch verpackt. Sowas liebe ich. Ich werde euch die ganzen Produkte jetzt natürlich gleich noch nach und nach genau vorstellen. Aber fangen wir erstmal an mit dem Lifestyle Box Magazin. Auch dieses Magazin ist bei jeder Box dabei. Hier findet ihr ganz am Anfang nochmal die Gründungsgeschichte. Finde ich mega interessant, sich das nochmal durchzulesen. Wie gesagt, mit 13 Jahren schon so ein großes Unternehmen zu gründen. Mega Respekt dafür. Dann habt ihr hier auf den nächsten Seiten pro Seite zu jedem Artikel immer noch eine ganze Seite mit Informationen zu den jeweiligen Produkten. Da steht nochmal genau drin, was das eigentlich ist, wo ihr das dann später auch nachkaufen könnt, wenn euch die Produkte gefallen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Produkt. Und zwar haben wir hier einmal ein Organic Haarshampoo. Das ist komplett auf pflanzlicher Basis und zwar auf Gemüsebasis. Habt ihr schon mal Haarshampoo auf Gemüsebasis gesehen? Also für mich ist das irgendwie komplett neu. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Und ja, hier in dem Heft steht jetzt auch nochmal drin, es stärkt die Haarstruktur, vitalisiert, wirkt aufbauend, natürlich ganz ohne Silikone oder Sulfate. Der Nährstoffboost für deine Haare durch Gemüse. Natürlich konserviert mit Biofermenten. Hands on Veggies ist rein pflanzlich, so auch die Verpackung. Die Tuben werden aus biobasiertem Kunststoff aus Zuckerrohr hergestellt und sind natürlich recycelbar. Also das finde ich natürlich schon mal mega gut, dass auch die Verpackung pflanzlich ist. Ich habe gerade eben frisch geduscht und Haare gewaschen, deswegen kann ich das jetzt nicht direkt ausprobieren. Es riecht sehr nach Chili, würde ich sagen. Wie gesagt, finde ich aber auf jeden Fall mega cool, dass das alles rein pflanzlich ist und sogar die Verpackung. Dieses Haarshampoo gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen. Ja, das muss ich auf jeden Fall morgen direkt austesten. Als nächstes haben wir hier eine südafrikanische Chakalaka-Gewürzmischung. Verleiht die Mischung mit ihrer angenehmen, pikanten Schärfe Eintöpfen, Dips, Gemüse, Fleisch und Fisch extravagante Geschmacksnuancen. Also wirklich vielseitig einsetzbar. Hier im Magazin steht auch nochmal drin, wir verzichten zur Gänze auf Geschmacksverstärker, Glutamate, Farbstoffe und künstliche Aromen. Das finde ich auch schon mal wieder sehr gut. Als nächstes haben wir hier eine kleine Verpackung. Ich weiß nicht, was drin ist. Machen wir mal auf. Oh, wie cool, ein Armband. Oh, ist das schön. Ein kleines goldenes Herzarmband. Ist das schön oder ist das schön? Das muss ich auf jeden Fall direkt anprobieren. Ein mega, mega schönes Armband, wie ich finde. Gerade weil das so ganz fein und filigran ist. Lässt sich auf 3 verschiedene Größen verstellen, also sollte auch wirklich um jedes Damenhandgelenk passen. Die Kette hat einen Messingkern und ist außen vergoldet. 15,5 bis 19 cm verstellbar. Wirklich mega schön mit diesem minimalistischen Herzanhänger. Als nächstes haben wir hier getrocknete Früchte. Und zwar einmal Himbeere und dann nochmal Erdbeere, Johannisbeere und Banane für Snackpackers. Die kann man, also das sind gefriergetrocknete Früchte. Die kann man unter anderem einfach so als Snack benutzen. Zum Beispiel in seinen Müsli packen oder in seinen Smoothie.
Ja, muss ich auf jeden Fall auch unbedingt ausprobieren. 100% pure Früchte, die natürlich an Bäumen und Sträuchern wachsen und reifen, die wir so schonend getrocknet haben, wie es nur geht und denen wir nichts hinzufügen. Keinen Zuckerzusatz, keine Zusatzstoffe, nichts, weil sie gut sind, so wie sie sind. Gibt es auch noch mit Mango und Himbeer-Kokos. Und was ich auch gerade noch sehe, hier in diesem Heft sind teilweise Gutscheincodes mit drin. Also wenn man sich die nachbestellen möchte, kann man hier auch noch mal ein bisschen mit sparen mit diesem Magazin. Als nächstes haben wir eine Gesichtsmaske Banane. Zum selber anrühren für besonders trockene und feuchtigkeitsarme Haut empfehlenswert. Die Ala Gesichtsmaske ist eine schöne Mischung aus gelber Tonerde, Bananenfruchtpulver, Buttermilchpulver, Honigpulver und macht ihre Haut samt weich. Die Maske kann mit Wasser, Tee oder Molke angerührt werden. Soll 1 bis 2 Mal die Woche benutzt werden. Ich würde sagen, das probieren wir auch einfach mal direkt aus. Ausgepackt sieht die Gesichtsmaske so aus. Es ist halt einfach ein Pulver. Und man soll 2 Teelöffel Pulver mit 2 Teelöffel Wasser mischen und dann einfach mit einem Pinsel oder mit den Fingern aufs Gesicht auftragen und dann 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Es riecht auf jeden Fall irgendwie gar nicht nach Banane. Nach irgendetwas anderem, was ich nicht definieren kann. So, dann lassen wir das jetzt mal 15 Minuten einwirken. Und dann schauen wir mal, wie sich meine Haut danach anfühlt. Als nächstes haben wir hier einmal eine Kräutergarten-Gesichtscreme Basic mit Bio-Avocado. Das werde ich auf jeden Fall gleich mal direkt raufspielen, nachdem diese Maske ab ist. Sieht so aus. Und was steht in unserem schlauen Magazin dazu? Tägliche Pflege für eine ausgeglichene Haut. Reguliert die Talgproduktion, stärkt den natürlichen Schutz der Haut und besitzt entzündungshemmende Eigenschaften für Mischhaut und normale Haut. Die Naturkosmetikprodukte entstehen unter Verwendung pflanzlicher Rohstoffe aus biologischem Anbau oder Wildwuchs und Pflanzenöle erster Güte. Eine klimaneutrale Produktion sowie der Verzicht auf Tierversuche sind für uns ebenso selbstverständlich wie die Verwendung umweltfreundlicher, recycelbarer Verpackungen. Das riecht auch sehr gut. Das riecht auf jeden Fall sehr frisch und ich glaube, Avocado riecht man da auf jeden Fall auch raus. Aber ich muss das hier eben noch kurz einwirken lassen und dann schmiere ich mich damit gleich ein. Das muss also nochmal eben ganz kurz warten. Machen wir in der Zwischenzeit weiter mit dem nächsten Produkt und das ist etwas zu essen. Ein Schokoladenriegel von Neo. Nur 1 Gramm Zucker pro Riegel. Oh, das ist gar nicht nur ein Riegel, das sind 3 Riegel. Noch besser. 90% weniger Zucker im Vergleich zu anderen Schokoriegeln. Er sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Schokolade mit irgendwelchen crunchy Stücken da drin. Und wie gesagt, 90% weniger Zucker im Vergleich zu anderen Riegeln ist natürlich auch top. Da kann man auch mal einen Schokoriegel ohne schlechtes Gewissen essen. Mmh. Oh, der ist richtig lecker. Mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Dann haben wir hier noch eine Zeitschrift drin. Die werde ich mir gleich mal ganz in Ruhe durchlesen nach dem Video. Und als letzten Artikel haben wir hier ein Springseil von Tiger Hub. Variable Länge mit Kugellager und gepolstert, maximal 2,70 Meter Länge. Und falls einem das zu lang ist, kann man das Band anscheinend hier auch nochmal kürzen, also selber sich auf die richtige Länge schneiden. High Performance Springseil mit Kugellagerung für sanfte und mühelose Rotation. Bequemer Griff für intensive und lange Trainingseinheiten. Die Speedrope überzeugt mit hohen Drehzahlen und bequemer, müheloser Handhabung. Das Springseil ist ideal zur Fettverbrennung. Wenn man also wieder zu viele Schokoriegel gegessen hat, kann man natürlich auf jeden Fall ein Springseil auch sehr gut gebrauchen. Das werde ich gleich auch mal eben ausprobieren. Dafür brauche ich hier allerdings noch mal eben ein bisschen mehr Platz. So sieht das aus. Fühlt sich total weich an.
Also es liegt auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Hand. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall sehr gut und lange Springseilübungen machen. Ich werde mir jetzt allerdings erstmal eben die Maske aus dem Gesicht abwaschen, denn die Zeit ist inzwischen fast rum. Und dann werde ich diese Creme nochmal eben drauf schmieren und danach das Springseil ausprobieren. Ich sehe wieder aus wie ein normaler Mensch. Meine Haut fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an, was nach einer Maske ja auch sein sollte. Aber um jetzt wirklich abschließend etwas zu der Maske sagen zu können, muss man die, denke ich, schon regelmäßiger anwenden. Aber sie fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. So, jetzt mache ich die andere Creme rauf. Die Kräutergarten Basic Gesichtscreme mit Bio-Avocado. Auch die fühlt sich sehr gut und erfrischend an, lässt sich sehr gut verteilen und zieht auch direkt ein. Und die riecht total nach Avocado, also richtig frisch und gut. Man fühlt sich auch direkt einfach viel besser im Gesicht. Ja, und jetzt kommt der sportliche Teil zum Schluss. Es ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal Springseil gesprungen bin. Oh, es geht hier drin natürlich nicht ganz so gut, weil meine Decke nicht ganz so hoch ist. Funktioniert auf jeden Fall, wie es soll. Ich werde die Größe auch so lassen. Für mich passt das ganz gut. Aber für kleinere Menschen oder Kinder, je nachdem, wer das benutzen will, kann man die, wie gesagt, eben an der Größe hier verstellen. Man kann das hier einfach so aufschrauben irgendwie. Und wie gesagt, das kann man, glaube ich, auch durchschneiden laut der Verpackung. Auf der Webseite lifestylebox.eu findet ihr nochmal alle wichtigen Informationen zu der Box. Hier steht nochmal alles ganz genau erklärt, wie es funktioniert. Es ist eine Abo-Box. Da könnt ihr zwischen verschiedenen Paketen auswählen. Entweder flexibel für 39,99 pro Box oder wenn ihr gleich ein 12-Monate-Abo abschließt, ist es natürlich günstiger für 33,99 die Box. Genau, hier steht nochmal alles ganz genau erklärt. Häufige Fragen werden hier beantwortet. Wenn ihr die Lifestyle-Box jetzt auch gerne mal ausprobieren möchtet, dann passt gut auf. Ich habe nämlich noch einen 10-Euro-Gutschein für euch. Mit dem Code Sabrina bekommt ihr 10 € Rabatt auf eure erste Box. Und was auch noch toll ist, wenn ihr Lifestyle-Box ein Foto schickt mit eurer ersten Box zusammen, dann bekommt ihr nochmal 20 € Rabatt auf eure nächste Bestellung. Mega, mega cool. Also ihr könnt da wirklich ordentlich sparen. Wie gesagt, 10 € Rabattcode Sabrina. Gebt den unbedingt bei der Bestellung ein. Probiert es unbedingt aus. Es ist, wie gesagt, jedes Mal absolut spannend, weil man eben nicht weiß, was genau für Produkte da drin sind. Die Produkte haben alle einen Wert über 100 € und es sind wirklich hochwertige Produkte. Also es lohnt sich in jedem Fall. Das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare. Schreibt gerne auch mal, was euer Lieblingsprodukt jetzt aus dieser Box war. Was hat euch am meisten gefallen? Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und jetzt im Anschluss seht ihr nochmal die beiden Freebie-Box-Videos. Die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao!